Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schwenninger Vikings nach der Partie gegen den ERC Ingolstadt. Ich darf beide Trainer begrüßen, zu meiner Rechten Kurt Kleinen, du hast vom ERC, und zu meiner Linken unser Coach Helmut Deraf. Die anderen Ergebnisse: die DG unterliegt auf eigenem Eis den Eisbären Berlin mit 3:4 nach Verlängerung, Hamburg-Nürnberg 5:4 nach Penaltyschießen, Wolfsburg-Iserlohn 3:0, Köln-Mannheim 2:3. Im TV-Spiel Augsburg gegen München steht es im zweiten Drittel 1:2. Und heute Abend dann noch Krefeld gegen Straubing. Kurt Kleinendorst, your statement please tonight. Sure. Well, I think it was a fair result. I think Schwenningen played very well tonight. I thought they battled hard. And it probably wasn't our best game, but I don't want to take anything away from what Schwenningen did tonight and how they played, because they played with big hearts. And you have to give them a lot of credit for that. So I'm disappointed. I'm disappointed in the way that we performed. Important game for us, important points, and you know, I think it's very difficult to beat a team twice in one weekend, and tonight was a little bit of an indication of that. Thanks. Ich darf es ganz kurz zusammenfassen. Er sagt, es war eigentlich ein gerechtes Ergebnis. Schwenningen hat viel gekämpft mit viel Herz. Es war nicht unser bestes Spiel. Ich bin natürlich sehr enttäuscht heute Abend, aber ich will die Leistung von Schwenningen dadurch nicht schmälern. Helmut, Glückwunsch zum zweiten Heimsieg in Folge und dein Kommentar bitte der Hand. Erstmal danke, Kurt. Ja, wir haben heute wir haben gerade mal 3 Reihen heute gehabt zum Spielen. Wir haben ein schweres Spiel gehabt am Freitag, was uns sehr, sehr viel auch abverlangt hat. Wir haben versucht, aus dem Freitagsspiel zu lernen, indem wir einfach unsere Fehler zu minimieren und uns besser auf den Gegner einzustellen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Wenn man so 2 Tage hintereinander spielt, kann man natürlich sehr viel, also sich sehr gut auf das nächste Spiel einstellen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, weil wir haben, glaube ich, heute mit sehr viel Energie und sehr viel Herz gespielt, um dieses Spiel zu gewinnen. Leider schaffen wir es nie irgendwie ruhig, es muss immer bei uns spannend sein, aber wenn man das richtige Ende dann für sich hat, dann nimmt man das gerne in Kauf. Danke. Soweit die Kommentare der beiden Coaches. Gibt es Fragen heute Abend von Seiten der Presse? Herr Wittmann. Herr Delaf, was sagen Sie zum Neuzugang von Kula? Ja, ich bin also sehr zufrieden mit ihm. Man sieht einfach, wie viel Energie er in das Spiel bringt. Das war jetzt sein zweites Spiel für uns. Man sieht einfach von Wechsel zu Wechsel, dass er besser da zurechtkommt. Und es ist sicherlich für die Reihe und auch für die ganze Mannschaft eine Bereicherung. Weitere Fragen? Bitte das Mikrofon nach hinten. Vielleicht noch kurz einschalten. Ich glaube, das ist aus. Kann die Rafa im Spiel? Unten, ganz unten, genau. Kannst du mal kurz helfen? Danke. Herr Deraf, haben Sie irgendwie die Taktik geändert in diesem Spiel gegenüber am Freitag? In einem Großen und Ganzen eigentlich nicht. Wir wollten eigentlich genauso oder ähnlich am Freitag spielen. Wir wissen um die Torgefährlichkeit von Ingolstadt mit wirklich hervorragenden Spielern. So versuchten wir die Räume sehr, sehr eng zu machen. Das ist uns Freitag großteils auch gelungen. Wir haben leider durch individuelle Fehler einfach das Spiel abgegeben. Es war ein 6-1, aber ich glaube, von wer das Spiel gesehen hat, es war sicherlich um vielleicht 2-3 Tore zu hoch. Aber wie gesagt, da haben wir uns einfach nur besser darauf einstellen können, nochmal intensiver jetzt auf Ingolstadt vorbereiten können. Das war's also. Weitere Fragen? Alles soweit beantwortet. Dann allen schönen Abend. Kurt Klein, du hast in deiner Mannschaft einen guten Nachhauseweg nach Ingolstadt. Und wir sehen uns dann wieder am kommenden Freitag. Dann geht's gegen Augsburg. Los geht's um 19:30 Uhr. Danke.